why that shit wasn't even open when I was here. Remember? I never got, they didn't even let me come in here. Oh. Because of that, because of COVID. I never got to come in here. I didn't even see this. This looks nice. NBA draft, the Atlanta Hawks select Dennis Schroeder. He's left alone. Dennis. There's a big three. Here comes Dennis Schroeder. Okay, fleißig am Packen. Ich habe gehört, heute geht's nach L.A. oder erstmal nach München. Ja, wir müssen erstmal jetzt nach München gurken. Ellen hat schon Bock. Er hat gar keinen Bock. Voll unmotiviert. 20er, wenn du den so. Was sagt man, 25 Kilo? So? 20. Okay. Du bist ein bisschen mehr als 25, glaube ich. Okay. You tired, baby. Dass wir gut durchgehalten haben, wenn sie hier dieses Schlafen jetzt. So, Eraser. Und da wollte ich noch mal ein bisschen Welle machen für die, weil die haben echt alles gestellt. Also die ganzen Camps, die Splatscreens, Tastatur, sogar den Computer auch an sich. Und wie gesagt, wir haben denen auch gesagt, wir werden Welle für die machen. Und ja, ich hoffe, alle, die streamen, die müssen sich auf jeden Fall auch so ein Setup holen und wir werden da irgendwie unten rechts was taggen, wo ihr drauf gehen könnt und ja, holt euch auf jeden Fall auch so ein Setup. Den Deutschen nehmen wir trotzdem mit, ne? Müssen wir, du weißt, wir wollen einreisen machen, noch das, obwohl abgelaufen ist. Chance hast du auch. Sonnenbrille. Was ist das für ein Gefühl, Dennis? Freust du dich wieder rüber zu gehen, so nach 4-5 Monaten Deutschland? Oder sagst du, ein Monat in Deutschland wäre doch schon noch ganz nice? Die Arbeit ruft, das kann ich nicht. Also, ich habe keine andere Wahl. Deswegen. So. Aber der Sommer war ja auch relativ lang. Geile Zeit gehabt. Eurobasket. Bronze. Abschied. After a great game. God it. Den überlieben lassen. Ich zahle das mit dir. Sie hat echt gesagt, komm. God did! God did! Yes, baby, God did! Yay! No, I got you. It's okay, it's okay, it's okay. Yeah, we'll sleep, huh? Yes. You can sleep again. You can sleep, it's okay. It's fine. What's going on, what's bro? Good, huh? Long time, man. How you doing? I'm dead, bro. Tired. Damn. Well, long ass flight. That's my. Baby. I mean, I don't need nobody. I just need somebody. She's in a bad mood. Oh, for real? Hey, how you doing? Hey, good. I'm right, but I'm back. Y'all finna run at the track. So time on, know I'm back. Shorty gon' wild out for them racks. I told kilowatts in that pack. He said, young boy, make it stop. Pull up in a Range Rover, it's all black. Southside D-Town. Alex? What's up? Hello, hello. Wir haben jetzt mal den Part am Flughafen übersprungen. War stressig genug. Wir sind endlich gelandet. Alex hat uns abgeholt. Und wir sind jetzt direkt zu einem Haus gefahren, dass wir uns angucken, was eventuell unsere potenzielle Unterkunft werden wird für die nächsten Monate. Weil unser eigenes Haus hier in L.A. ist noch belegt. Und bis das frei wird, müssen wir erstmal irgendwo unterkommen. Und jetzt nehmen wir euch mal mit und zeigen euch mal, was wir uns hier rausgesucht haben. Long time no see, look how tall he is. Hey, good to see you, wow. So the last time I see you, you come with two, and now you're pregnant with three. Wow. Another one is coming. Wow, it's good to have you guys back in L.A.
How you doing, y'all? Good, how you? Good, man. Long time no see. Yes, sir. This set up just like that one too. You said it was just this way. Der erste Blick gleich, das ist es nicht. Nothing like your house. For me, Ellen, this neighborhood is like, I wouldn't recommend it for you. I was telling Dennis that because there's a lot of high-end shops around here and a lot of restaurants, a lot of the locals, like local criminals, they like to follow people, you know, with nice cars and things like that. So a lot of people that you see houses like this, I feel like they, a lot of home invasions. So there's no privacy. There's a lot of people walking down the street. You don't know who's who. So for me, I was telling Dennis, like, not saying it's gonna happen, but if you ask me my opinion, you know, being from LA, born and raised, knowing that you guys could be recognized, I probably wouldn't want to pull the trigger. And that's what I mean. It's not a bad neighborhood. It's just very active, if you know what I'm saying. We'll see you tomorrow. Or? Yeah. I'm going to check to see when we can see Kenyon's place. I'm going to call the agent as soon as I lock up here. Okay. Thank you, man. Glad to have you back in town. Yes, sir. I wasn't expecting it. Me neither. You know, at first, I thought you were going to be playing with the Clippers at first. So there you go. Good to see you. That's what I thought. See you too. Good to see you too, man. Yes, sir. Have a good one, man. Absolutely. Say bye-bye. Baby, sag bye-bye. Bye. Also, das war nichts mit dem Haus, oder wie? Nee, das war nichts. Aber hier ist auch viel zu dings, Bro. In dem Mix, ne? Hätten wir ein normales Auto, so vielleicht ein Cadillac, weißt du, was ich meine? So ein Escalade, dann cool. Aber wenn du mit so einem Auto fährst, Bro, die Leute machen schon Auge, weißt du, man. Aber ich habe auch, letztes Jahr, da haben die das auch schon erzählt, dass das seit 2-3 Jahren so ist, dass es ein bisschen gefährlich geworden ist. Ja, weißt du noch, ne? Aber so, wir sind jetzt bei unserem Haus angekommen, wo wir jetzt für die nächsten Tage unterkommen. Haben uns ein Airbnb angeguckt vorhin, das war leider nichts. Aber wir gucken weiter. Ellen ist auch schon ein bisschen frustriert. Aber wir versuchen trotzdem in unser Haus zu kommen. Das ist immer noch mein Ziel, dass wir in unser Haus kommen. Da sind ja gerade Mieter drin. Da sind wir gerade am Sprechen hin und her, aber wie gesagt, erstmal sind wir jetzt hier. Vielleicht zeigen wir euch auch nächste Woche Sonntag eine Haustour von dem Haus, weil das Haus ist hier ganz verrückt. Und jetzt fahre ich erstmal zur Facility, werfe ein bisschen, hole meine ganzen Sachen ab und wir zeigen euch da auch ein paar Ausschnitte. Yeah, take a night out, you should roll with us, come right out. This ain't no game, we go all out. I never got the day even though me come in here. Oh, because of that, because it's cold. I didn't even see this. This looks nice. That's crazy. Maybe it's new. No. It's not new. Where am I? Am I here? Oh, I see it before. Yeah. I put you right there. Here. Oh, it's here though. Ah, you go. Nein, das ist tough. Also jetzt direkt neben Westbrook. Was meintest du, wo warst du vorher? Wie weit? Wo saßt du vorher? Hier, ein oder zwei hinter. Hier ist Nivon. Ja, bei Patrick Beverly ist da. Da irgendwo war ich. Ja, nice. Also ein iPhone for free. Welche Farbe hast du? Sieht mir nach Purple aus, die haben coole Farben gemacht jetzt. Jay hat auch einen Purple gehabt gestern. Nice.
So, ich bin jetzt fertig mit Werfen. Habe jetzt meine ganzen Sachen, die ich mitnehmen werde, nach Hause. Ein paar Sachen, die ich anziehen kann. Ich habe echt nicht viel mitgebracht aus Deutschland. Bin nur mit einem Koffer angereist und da war wirklich alles drin. Und ja, wie gesagt, jetzt nach Hause, ein bisschen essen. Wir haben auch noch nichts gegessen. Müssen mal gucken, was wir essen heute. Aber wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da, kommentiert gerne ganz fleißig und wir sehen uns nächste Woche.